Ja, hier geht's gleich weiter. Ein schönes Gerät wieder angefressen und auch schon gefällt. Und da stehen ein paar Bäume zusammen. Das sind auch ganz nette Geräte. Wie ihr seht, die alles andere als klein. Das sind richtige Kavenzmänner, die der da fällt. Ich wäre wirklich gespannt herauszufinden, wo er seinen Bau hat und ob er ein Weibchen hat. Das sind schon Geräte. Hier unten schöner sandiger Boden. Man sieht hier auch die Rinne, der auf und ab rutscht, um ins Wasser zu kommen. Hier sind schon diverse Gefällte. Auch noch so ein kleiner Stumpf. Und es geht weiter. Hier auch richtig schön abgefressen. Hier standen schon Bäume, die er schon gefällt hat. Die haben sie schon rausgezogen. Man sieht hier die Spuren. Ja, der ist richtig aktiv. Ja, ich glaube vom Lebensraum her hat das hier, glaube ich, ganz gut. Wie ihr sehen könnt, das hier ist ein richtig schönes Tal. Da kann man sich schon gut gehen lassen. Also nicht schlecht hier. Da drüben entlang läuft auch noch ein Bach. Und da habe ich auch gesehen, dass da eine Menge angefressene oder gefällte Bäume sind. Und jetzt werden wir mal schauen, wenn wir in diese Richtung gehen, ob mir vielleicht noch so ein paar kuriose Bäumchen finden, die so wunderbar angefressen sind. Man kann hier vorne sehen, zeige ich euch gleich, da hat er noch mal ein bisschen was gefällt. Lukas? 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 Kommt ihr? So. So, jetzt sieht man es wieder, wie er schwer am Werken war. Hier hat er auch ordentlich gefällt. Nicht nur die kleinen, sondern er hat sich auch wieder an die großen Bäume gemacht. Da drüben hat er sich auch wieder was geschnappt. Und das ist auch ganz interessant. Also wirklich, picobello abgefressen. Vom Allerfeinsten. Ja, der hat was drauf, der Gute. Hier seht ihr nochmal, was das für Bäume sind. Also fernab von schmal und klein. Es sind schon Kavenzmänner, die er sich da packt.
So, jetzt werden wir mal schauen, wie es in der Richtung ausschaut. Ob wir da noch was finden. Also, bis bald.